der Erste, der einen getötet hat? Kann schon sein. Oh, du hast es geschafft. Oh. Ja. Naja, ihr... Wir beide. Darüber. Bei dem Tempo sind wir gegen Mittag in meinem Dorf. Was machst du, wenn wir dort ankommen? Wenn ich das Stirnband entfernt habe? Naja, außer mich umzubringen, meine ich. Ich gehe wohl zurück. Wohin zurück? Egal wohin. Dort, wo es Essen und Treibstoff gibt. Ich bin meistens unterwegs. Weißt du, vielleicht kannst du bleiben. Wenn du willst. Ich meine nur, wenn mein Vater hört, was du für mich getan hast, bietet er dir bestimmt ein Zuhause an. Wenn du das möchtest. Motorrad geht nicht weiter. Es würde das Abwehrsystem auslösen. Fremden gegenüber ist mein Vater etwas eigen, also... Also lass besser mich reden, wenn wir da sind, okay? Okay. Oh, seltsam. Was? Warum sind die Geschütze am Tor aktiviert? Wie kommen wir jetzt rein? Gehen wir weiter zum Wachposten. Wir brauchen ein Funkgerät, dann lassen Sie uns rein. Komm mit, Monkey! So, ja, scheint ja gut zu funktionieren hier alles. Ja. Bin ja schon wieder raus da.
muss hier nur mal eben kurz gucken. Ich gucke hier mal eben kurz. Entschuldigung. Wir sind jetzt bei der im Dorf, ne? Habe ich so richtig verstanden. Wie heißt es nochmal dieses Dorf, dieses Windseglerdorf oder so? Ja. Naja, ich weiß ja nicht. Ob das alles so gut ist. Und ob das alles noch genauso ist, wie sie denkt, dass es hier ist. Ich weiß ja nicht. Scheint alles irgendwie... ja, irgendwie ein bisschen verlassen. Na, also ich... wenn es ja irgendwie ein lebendiges Dorf wäre, so, dann wäre hier ja was los. Dann wären hier ja Leute und würden uns begrüßen, aber... naja, ne, es... danach sieht es nicht unbedingt aus. So mit dem. Seltsam. Mag es nicht hier. Ach, er seltsam. Sollte doch die Brücke bedienen. Hallo? So, hier mal weiter. Ist da jemand? Ja, du rufst mal da kurz. Monkey, die Brückensteuerung ist da oben. Okay. Ich gehe hier schon mal rüber. Ich finde schon einen Weg dahin. Ich spring da eben schon mal rüber, ne? So, zack. So, da noch rüber. So, und dann habe ich hier oben schon mal wieder Orbs gesehen. Und jetzt lass die Brücke für mich runter. Ja, freiwillig, ne? Freiwillig mache ich das. Okay. Na dann, komm rüber. Okay, gehen wir weiter. Hauptsache schnell, dass du mir das Ding wieder abnimmst. Es ist so schön, wieder zu Hause zu sein. Kann's kaum erwarten, meinen Vater wiederzusehen. Ja, also das Spiel... ziemlich ausgeklügeltes Verteidigungssystem. Warum nicht einfach Geschütze und Waffen? Das war Marks Idee. Er liebt es halt, Brücken hoch und runter zu klappen. Also lassen wir ihm seinen Willen. Wir müssen ja da hoch. Habe ich mir schon fast gedacht. Mach keinen Scheiß. Na dann. Tu es. Okay. So, wollen wir mal da rüber. So, hier erstmal so. Okay, zieh. Dann nochmal so und dann kommen wir jetzt da hoch. Okay. Also lassen wir ihm seinen Willen, ist auch gut. Wir sind ein ganzes Dorf, aber weil ein Typ das da machen will, lassen wir ihm seinen Willen und er Dings. Und er macht da, was er will. Geh rüber. Na gut. Na, und wie das hier alles so läuft, okay, ja, müssen wir ihr halt irgendwie jetzt den Willen lassen, ne, hierher zu gehen und so, hätte sie auch alles alleine machen können. So. Seltsam. Hier ist auch keiner. Naja, hilf mir da hoch. Jupp, mach ich. Zack, und jetzt? Oh, was Schlaues. Alter, Oh Mann. Ja. Ja, geht schon irgendwie. Keine Ahnung. Das sollte nicht passieren. Muss irgendwie beschädigt worden sein. So, dann da mal rüber. Hier mal so, da mal so. Und hier jetzt dann... zack,
zack, zack, zack, zack und hoch da. Da ist noch ein Orb. Nice. Da ist der Wachturm. Ja. Noch mehr Brücken. War das wirklich nötig? Das musst du Mark fragen, wenn du ihn siehst. Er sagt, sie sind perfekt, um die Mechs fernzuhalten, weil man menschliche Intelligenz braucht, um sie zu verstehen. Aber er hat Brücken wohl einfach gern. Na dann. Der gute alte Mark. Wenn ich ihn sehe, dann kriegt er erstmal einen Gesichtszentrierer, ey. Für die ganzen Brücken, die er hingezaubert hat. Zieh den Hebel. Ah, und ich muss jetzt da hoch. Okay. Okay, okay, okay. Und hier oben gibt es dann einen, der dann irgendwie meinen hoch und den anderen da runter, oder was? Hätte ich jetzt mal gesagt. Brücke hoch, Brücke runter. Mark findet sowas eben oder faszinierend. So. Trip. Ja? Ich habe genug gehört von Mark und Brücken. Ja, genau. Jetzt halt mal deine Sappel, ey. Den blöden Mark die ganze Zeit. Wie er schon gesagt hat, auf dich aufzupassen ist schon anstrengend genug. Okay, zieh ihn. Auf, Schnucki, komm. Ihr wirst ja wohl alleine hochkommen. Wirf mich! Hä, was genau tut sie? Wir sind jetzt schon hier oben. Komm halt hoch. Hä? Eieiei. Muss ich jetzt hier hochgleiten? Oh. Aber muss ich ja jetzt auch durch. Shit. Okay. Zieh den Hebel. Super. Okay, jetzt geh rüber. Alter. Mag der Dummkopf. Super dumm einfach. Alter, voll. So ein Rätsel auf Teufel komm raus, oder was? Eieiei. Also, es ist. Man muss schon ein bisschen nachdenken. Ja, das ist in Ordnung. Aber so. Ach, dass sie da jetzt auch durch muss. Ach Gott. Im Wachturm muss jemand sein. War ich gerade. Es hält immer jemand Wache, egal was ist. Nee, da ist niemand. Deine ganze Bagage ist tot. Na, immerhin klettert sie jetzt da alleine hoch. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Unmöglich. Die Posten sind immer bemannt. Basis, bitte komm. Hier ist Posten 9. Könnt ihr mich hören? Over. Basis, bitte komm. Was ist da bloß los? Was ist los? Trip. Nein, nein. Nein. Trip. Trip. Oh.
Sklaven, ja klar. Das sind Bürger mit Herz. Ich muss den anderen Wachturm erreichen.